Nichts ist es also geworden mit dem Erreichen der K.O.-Phase für den FC Salzburg. Ein 0:2 zum Abschluss der Gruppenphase zu Hause gegen Atletico Madrid. Die Nachbesprechung mit unserem Sky-Kommentator Thomas Druckeschitz und mit dem Sky-Experten Andi Herzog. Ich grüße euch. Hallo, hallo. Servus. Andi, was war der größte Unterschied heute? Der große Unterschied war, dass Salzburg viele Möglichkeiten gehabt hat und kein Tor geschossen hat. Atletico herzlich wenig fürs Offensivspiel getan hat, aber mit ihren Qualitäten dann einfach mit der Effizienz dann das Spiel 2-0 gewonnen hat, und das ist halt auf dem Niveau das Ausschlaggebende. Du kannst nur so gut spielen, du kannst nur so viel Herzblut investieren, aber Big Money sind die Tore, und das war der Unterschied leider. Thomas, ist es die alte Leier sozusagen? Gut gespielt, super gespielt sogar, viele Torchancen rausgespielt, Chancenverwertung nicht hundertprozentig ideal, und der Gegner ist effektiv. Wir kennen. Ja, wir das kennen sind dann, das. Ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt wieder mal ein 2 Euro ins Phrasenschmein. Das sind halt die Kleinigkeiten, die auf dem Niveau, und die Champions League ist eben das höchste fußballerische Niveau, Spiele entscheiden. Und da sind die Salzburger halt noch nicht so weit, obwohl sie stark spielen, obwohl sie starke Leistungen gezeigt haben, aber sie machen dann aus zu vielen Chancen zu wenig. Du hast dich irrsinnig geärgert über die Entstehung. Also vor dem 0:1, das Foul von Junuzovic gegen Joao Felix, war natürlich eine spielentscheidende Szene, weil daraus das 0:1 aus einer Standardsituation entstanden ist. War das auch so einer der Knackpunkte in diesem Spiel? Ja, das sind auch die Kleinigkeiten, die dann solche Spiele entscheiden. Ich weiß es passiert natürlich immer, und der macht es natürlich nicht absichtlich, aber einem Routinier wie Zlatko Janusovic darf sowas nicht passieren. Da steht der gegnerische Spieler mit dem Rücken zum Tor, an der Outlinie, es sind, weiß ich nicht, Überzahl Salzburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann macht er einfach ein blödes Foul, und so entsteht eine Standardsituation, und die Qualität von Atletico Madrid bei den Standardsituationen war heute eben auch deutlich zu sehen. Und die Schwäche der Salzburger ist auch augenscheinlich. Ja? Nein, und da hat man schon den Unterschied auch gesehen, nicht? Weil die Madrilener haben auch viel Fouls gemacht, aber die waren bei jedem Luftduell in der Defensive der sichere Sieger. Und die Salzburger haben einmal nachgeschaut und haben ein Gegentor bekommen, und das war die spielentscheidende Szene im ganzen Spiel. Weil das war dann für Madrid genau das, was sie sich erwünscht haben. Weil dann waren sie noch destruktiver, haben noch mehr Wert auf die Verteidigung gelegt, weil sie gewusst haben, okay, selbst wenn wir nur einen Gegentreffer bekommen, dann sind wir trotzdem durch. Und zwei Tore gegen Madrid dann noch zu schießen, ist natürlich schon eine Herkulesaufgabe. 17 Gegentore für die Salzburger. Zu viel, das Punkt. Ja, zu viel. Aber das ist auch viel das, zu was viel. Wir schon kennen. Ja. Hatten wir im Vorjahr auch. Ja, viel zu viel. Das ist das Problem von Salzburg. Das Spiel, und das liegt das nicht nur der Spielanlage vielleicht auch? Nein, würde ich gerade sagen. Ich glaube, das liegt nicht nur an der Spielanlage, weil sie ja sehr viele Tore auch aus Standardsituationen bekommen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie nicht sehr viele kopfballstarke Spieler haben in ihren Reihen. Andi, ist das was für international, für die Zukunft, dass man da auch sich besser verstärken muss in dieser Hinsicht, wenn man eben heute auch den Vergleich sieht zu Atletico, die mit dem Kopf alles wegwischen? Eins ist klar, der Gegner analysiert die bis ins letzte Detail, und wenn jeder Gegner weiß, dass Salzburg die oder die Schwäche hat, nutzen sie es aus. Eine Schwäche, wenn man jetzt die Gegentreffer ansieht, ist sicherlich das, dass bei Standardsituationen anfällig sind. Und da muss man einfach in den nächsten Spielen auf internationalem Niveau sicher besser dagegen halten können. Man hat gesehen, bei Madrid war nicht eine gefährliche Chance gegen sie. Aus der Luft wird einfach der Felipe oder der Savic, die haben alle Bälle weggeköpft, und das ist dann für eine Mannschaft natürlich sehr schwer, wenn du weißt, okay, mit Flanken können wir gegen sie nichts erreichen. Und Red Bull Salzburg wird die Philosophie jetzt nicht ändern wahrscheinlich, aber kann man sich in Teilbereichen, zum Beispiel von einem Gegner wie heute, Atletico Madrid, die ja einfach verteidigen können auf allerhöchstem Niveau, was abschauen? Ich glaube, heute haben schon zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, irgendwie der eine vom Nordpol, der andere vom Südpol des Fußballs kommen. Also das ist ja ganz eine andere Fußballphilosophie. Und so wird Salzburg nie spielen. Ja? Andi wird jetzt sagen, er will eh nicht so spielen wie Diego Simeone mit so einer Mannschaft. Schön war es heute, aber bei so Kleinigkeit, ich weiß nicht, jetzt, wenn wir die Kopfballstärke durchgehen zum Beispiel, dann gibt es einen Berischer, der vielleicht kopfballstark ist. Dann gibt es einen Christensen, der vielleicht kopfballstark ist. Dann gibt es Ramalho, der ganz sicher kopfballstark ist. Und dann gibt es den Wöber, der vielleicht kopfballstark ist. Und alle anderen sind nicht einmal in der Nähe irgendeiner Kopfballstärke. Naja, 6 Kopfballgegentore. Eben. Und das,
Das sind für mich zu wenige Spieler in einer Mannschaft, um dann auf so einem Niveau Standardsituationen wie Eckbälle, wie Freistöße auf Dauer gut verteidigen zu können. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Oh ja, ist so. Im modernen Fußball sind halt Standardsituationen extrem wichtig, sowohl in der Offensive, aber auch in der Defensive. Und in der Defensive haben es die Salzburger halt heuer in der Champions League-Phase, also Gruppenphase, nicht gut gelöst. Das ist kein Geheimnis und das müssen sie eben versuchen, in Zukunft anders oder besser zu machen. Das ist ganz klar. Es ist natürlich auch immer wieder ein Thema, wenn man die Interviews nach den Spielen gehört hat, ja, wir sind noch jung, wir müssen noch Erfahrungen sammeln. Aber prinzipiell ist das ja die Philosophie vom Verein. Man will ja jung sein. Naja, setzt man damit vielleicht auch Erfolge auf diesem Niveau aufs Spiel? Möglicherweise, aber ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen, das jetzt irgendwie zu verteufeln. Ich glaube, dass Salzburg gute Leistungen gezeigt hat in dieser Gruppenphase, dass sie richtig stark waren über weite Strecken, aber dass es eben dann schon noch reicht, wenn man gegen Mannschaften wie Bayern oder Atletico Madrid spielt. Nicht? Und da gibt es halt noch, weiß ich nicht, 12 bis 15 Mannschaften in ganz Europa, die vom Niveau her einfach andere Voraussetzungen haben. Und dem nähert man sich eben mit einer anderen Spielanlage, mit jungen Spielern, die sich entwickeln. Dann muss man aber auch davon ausgehen, dass das auf Sicht eben die Gruppenphase das Maximum ist. Das ist ja für einen österreichischen Club zwar so gute Gegend. Ja. Nein, ich glaube auch durch die Spielphilosophie, durch die Spielidee hat man sich ja den Top-Mannschaften genähert. Man ist ja phasenweise während des Spiels sogar auf Augenhöhe. Aber natürlich ist es auch so, wenn man jetzt sagt, junge Spieler, das ist auch die Philosophie von Salzburg, du wirst jetzt nicht an Szoboszlai mit 25, 27 Jahren zu Salzburg gehen können. Weil das Dominik Szoboszlai mit 25 Jahren, ja, aber der wird auch nicht mehr mit 25, mit genau. Der Routine, spielt er nicht mehr bei Salzburg, weil da ist er schon in einer Top-Liga. Nicht? Das ist einfach so. Wir sind immer nur, Salzburg ist immer nur eine Mannschaft aus der österreichischen Liga und da kannst du einfach nur hochtalentierte junge Spieler holen, die du verbesserst. Wenn du holst 25 oder 27-jährige Spieler, die mehr Routine haben, haben die sicherlich nicht das gleiche Potenzial oder das Talent wie die Jungen, weil sonst kommen sie nicht nach Österreich. Und ich glaube schon, die Schlüsselszenen in dem Spiel waren für mich heute zwei. Das war die Chance von Mergi Berischer, der Pech hat mit dem Stangenschuss gleich zu Beginn. Und das war die Chance von Dominik Szoboszlai zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Also gescheitert ist Salzburg dann tatsächlich an der Auswertung der guten Chancen. Und gar nicht so sehr an defensiven Schwächen heute. Dominik Szoboszlai ist eher ein gutes Beispiel, gutes Thema. Der wird wahrscheinlich den Verein verlassen, wahrscheinlich schon im Winter. Also es sieht alles danach aus. Andi, an dich die Frage. Er hat heute die Chance liegen gelassen. Wir erinnern uns an das Bayern-Spiel, wo er auch diese riesige Chance hatte. Ist er schon bereit auch für den nächsten Schritt? Zum Beispiel im RB Leipzig wäre ein guter Verein. Oder es sind ja auch noch größere Namen, medial zumindest im Rennen, aber die Leipziger dürften in der Favoritenrolle sein. Ja, seine Entscheidung oder die Entscheidung von den Vereinen, Fakt ist, ich sehe ihn einfach auch irgendwo im Süden, weil er von seinem Spielstil nach Italien oder nach Spanien super passen würde. Ich glaube schon, dass er gezeigt hat, dass er auf dem Niveau immer über 90 Minuten mithalten kann. Er ist körperlich robuster geworden, er hat eine exzellente Technik. Jetzt die ganze Champions League auf die zwei riesen Chancen, die er vergeben hat, das irgendwie zu reduzieren und dass er nicht so gut war. Er hat ja auch Tore gemacht. Richtig, wer ein bisschen unfair, man darf trotzdem nicht vergessen, dass er extrem junger Spieler ist, aber aufgrund seiner technischen Qualitäten würde man davon ausgehen, dass er einfach die Chance wie gegen Bayern München oder heute rein hat und dann würden wir jetzt wahrscheinlich anders da sitzen und Salzburg wäre vielleicht sogar Zweiter in der Gruppe geworden. Wer hat sich denn noch ins Schaufenster gespielt? Mergin Berisha natürlich. Da hört man ja, zumindest schon. Noch nichts bislang, aber wird das auch noch kommen in der kommenden Transferzeit? Weiß ich nicht, aber Mergin Berisha war schon einer der Aufsteiger in dieser Champions League Gruppenphase aus Salzburger Sicht. Keuter ist natürlich auch stark, unglaublich stark, finde ich. Hat Daka sogar ein bisschen in den Schatten gestellt jetzt, der natürlich auch aufgrund seiner Verletzung jetzt nicht alle Spiele gemacht hat. Ich glaube, dass es ganz egal ist, dass alle Salzburger, die da halt gespielt haben, eben nur auf eine gewisse Sicht hier sein werden und dann mit 21, 22, 23 den nächsten Schritt machen. Ich finde, dass man
dass man vielleicht einmal die vor den Vorhang holen sollten, über die nicht immer gesprochen wird. Zum Beispiel Rasmus Christensen, der sich für mich enorm gesteigert hat und sensationell gespielt hat, schon in der Vorwoche in Moskau und auch heute. Ich finde Andrei Ramaljo, der immer wieder kritisiert wurde, der auch gezeigt hat, dass er ein bärenstarker Innenverteidiger sein kann und dass allen die Ulmer da immer noch auf und ab läuft mit 35. Und du zählst und jetzt die ganzen Verteidiger auf, ja, und wir haben vorhin gesprochen, ja, wie schwach sie in der Defensive sind. Da sind wir jetzt beim Punkt, weil man macht immer dann die Defensivspieler oder die Verteidiger verantwortlich dafür, dass Salzburg viele Gegentreffer bekommt. Das ist aber unfair. Ist die Spielanlage das, ja, Problem? Ja, weil wenn ich mir anschaue, Savic und Philippe, genau, in der Innenverteidigung bei Salzburg, hätten sie auch nicht immer zu Null spielen. Je tiefer die Verteidigung steht, umso leichter wird es. Die würden mit ihren defensiven und offensiven Mittelfeldspielern zu raufen beginnen nach 15 Minuten. Vogelwild vorn drauf gehen. Ja, aber wenn die... Das ist eine ganz andere Fußballphilosophie. Genau, um das geht es. Wenn der Trainer vorgibt, wir gehen vorn drauf, ist das ganz klar. Und dann ist natürlich für die Defensivspieler in der letzten Linie schon extrem schwer, weil dann, wenn das Pressing gebrochen wird und der Gegner kommt auf die zu, dann hast du einen riesen Raum hinter dir zu verteidigen. Schau dir mal an, wie viel Quadratmeter Savic und Philippe heute zu verteidigen hatten über die 90 Minuten. Und auf der anderen Seite Ramaljo und Wöber, da kannst du eine Reihenhaussiedlung bauen. Ja? Und bei den anderen bringst du nicht einmal zwei Zimmerwohnungen in den Strafraum. Zizan Stankovic wurde auch immer wieder thematisiert, zumindest im Laufe dieser Gruppenphase. Andi, wie hast du ihn gesehen? Klar, ist wieder das Thema mit den Gegentoren, aber muss Salzburg vielleicht da schauen, auch, dass man sich verbessert? Heute kann er nichts dafür. Heute hat er für mich, obwohl er wenig zum Halten gekriegt hat, waren zwei, drei Situationen, da hätte es richtig brenzlig werden können. Und da war er da. Also an einem heutigen Spiel kann man sicherlich nichts. Wenn wir die ganze Gruppenphase hernehmen, waren vielleicht ein, zwei Spiele dabei, wo man sagt, okay, da hätte er an einem guten Tag hätte er schon bessere Paraden zeigen können, keine Frage, aber es ist ja das Gleiche bei einem Stürmer vorne. Wenn der Kalter heute mit dem rechten Fuß nicht in die Erden haut, sondern ins lange Eck trifft, gewinnst das Spiel. Wenn der sowas nicht daneben schießt, gewinnst das Spiel. Bei einem Torhüter ist natürlich immer dann gleich extrem spielentscheidend und da hat er sicher ein, zwei Spiele oder Fehler drinnen gehabt, die natürlich auch im Nachhinein noch in Gedanken sind. Jetzt ist zumindest so, dass die Europa League da ist, weil eben Bayern auch das Parallelspiel gewinnen hat können gegen Lok. Wie sind da jetzt die Aussichten? Europa League war früher immer Hashtag unser Bewerb. Ja, hat ja Salzburg viele gute, positive Erinnerungen auch schon sammeln können. Im Vorjahr, wir erinnern uns, gab es das frühe Aus dann im 16. Finale gegen Eintracht Frankfurt. Was muss die Zielsetzung sein des Vereins? Schau, Sie haben jetzt teilweise richtig gut gespielt gegen Atletico Madrid und gegen Bayern München. Gegen solche Gegner werden sie jetzt fast nicht mehr spielen, weil es hat einen Grund, warum Sevilla immer die Europa League gewinnt, aber in der Champions League noch nicht einmal das Viertelfinale gesehen hat mit dem Ferngucker. Also das ist, da kommen schon in der Champions League, haben sie andere Kaliber. In der Europa League kommen dann Mannschaften wie Tottenham Hotspurs, jetzt kommt dann Manchester United, kommen ein paar Kapazunder runter, aber das hat einen Grund, warum die nicht mehr in der Champions League sind, weil sie vielleicht auch in diesem Jahr nicht so stark sind. Ja, Tottenham ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, die waren letztes Jahr nicht so gut, heuer sind sie wieder richtig gut. Also es wird schon Spiele geben und Mannschaften, wo die Salzburger drüber kommen können. Sie können mit diesen Leistungen von der Champions League, mit der offensiven Leistung, nicht mit den Gegentreffer, können sie jeden Gegner richtig, richtig wehtun in der Europa League. Und das ist wieder der Unterschied. Champions League sind wir da um. Europa League ist schon, Kaiser Franz Beckenbauer hat einmal gesagt, ist der Cup der Verlierer, ist jetzt brutal ausgedrückt. Wollen wir jetzt nicht irgendwie mindern, aber es ist nicht diese Qualität wie Champions League. Ja, aber es kommt trotzdem halt auf die Auslosung an, weil ich weiß nicht, wie die anderen Spiele jetzt ausgegangen sind. Wenn du Gladbach erwischt zum Beispiel oder so und im Vorjahr hast du es bei... Aber es ist nicht Bayern München. Gladbach ist nicht Bayern München. Oder hast du es halt bei Eintracht Frankfurt gesehen, die haben da eine gewisse Qualität. Ne? Ja, aber gegen die hast du mehr Chancen wie gegen Bayern München. Ja, aber Fakt ist, der Modus verändert sich ja auch. Dieses wilde, unkontrollierte in Gruppenspielen nach vorne, hurra die Gams, ist natürlich nicht so schlimm, jetzt brutal formuliert, wenn du ein Gegentor bekommst. Jetzt gibt es K.O.-Spiele, wo jedes Gegentor einfach auch eine andere Auswirkung hat. Genau. Ist das auch was für den Trainer vielleicht, wo er zumindest ein bisschen
Ja, aber es hast du ja auch gesehen in dieser erfolgreichen Europa League-Saison, dass Salzburg damals schon in der Lage war, da auch irgendwie einen neuen Weg zu gehen. Und vielleicht ist das für die Entwicklung der Mannschaft auch gar nicht so schlecht, dass man vielleicht mehr aufs Resultat ein bisschen kontrollierter Fußball spielt. Ja. Ja. Glaubst du, Andi, dass das wichtig ist, wenn man eben weit kommen will absolut, in der Europa League? Absolut. Du kannst einfach nicht immer einen offenen Schlagabtausch suchen gegen klasse Mannschaften. Es werden vielleicht wieder Gegner kommen, wo Salzburg wieder viel besser ist und der Gegner spielt destruktiv und auf einmal kriegst du ein Gegentor in der K.O.-Phase und auf einmal kriegst du Schwierigkeiten. Also es ist schon so, dass ich die Spielphilosophie und die Spielweise von Red Bull Salzburg schätze und dass mir das auch gefällt, weil es immer attraktiv ist und sehr, sehr viel passiert. Aber um ganz erfolgreich zu sein, gehören vielleicht einmal Phasen im Spiel dazu, was sagst du dazu? Jetzt ziehen wir uns einmal zurück, jetzt locken wir mal einen Gegner, dass die kommen und dann kontern wir gnadenlos aus, wenn wir eh schnelle Offensivspieler. Aber das ist schon was glaube ich, Marco Rose vor ihm schon gemacht hat und was Jesse Marsch auch versucht mit Salzburg. Bin mir nicht sicher. Er ist schon ein ziemlicher Hardliner, was dieses Offensive ja, anbelangt. Aber vielleicht sieht er dann auch seine Lehren aus der Champions League Gruppenphase. Aber grundsätzlich, wenn der Berischer das 1-0 macht nach ein paar Minuten oder der Sobosler noch das 1-1, dann reden wir vielleicht jetzt darüber, dass diese Spielweise der Salzburger so großartig war und nur durch diese Spielweise kann man einen Gegner wie Atletico Madrid in die Knie zwingen. Jetzt sitzen wir halt da und analysieren halt Resultatsbezogen. Die Nuancen, wir analysieren natürlich, wo kann man ein Schräubchen drehen, dass es in der Europa League dann weit geht, weil das muss ja dann doch das Ziel sein. Na, die Chancenauswertung muss einmal 100% besser werden. Das ist sehr, sehr schwer, weil in Österreich in der Liga hast du halt als Stürmer, kommst nicht zu 2, 3, 4 Chancen wie gegen Atletico Madrid, da kommst zu 5, 6 Chancen und hast dann noch den Tick länger Zeit, dass du vielleicht überlegen kannst oder dass den Ball noch mal schöner herrichten kannst. Du hast jetzt nicht diesen permanenten Zeitdruck und auch den Raumdruck. Und da in der Champions League, da hat man halt schon gesehen, selbst Spieler wie Szoboszlai, der technisch wirklich extrem stark ist, rennt zweimal aufs Tor und haut die Dinger daneben. Also das ist schon auch ein gewisser Lernprozess. Man darf nicht vergessen, sie sind schon noch jung. Ich weiß, du willst das nicht hören, jung hin und her, aber es ist trotzdem so, ein Lewandowski war mit 20 auch noch nicht der Lewandowski, der war mit 27, 28. Also auch zu Borussia Dortmund kommen, hat in der ersten Saison, glaube ich, 5 oder 6 Tore geschossen und war der zweite Stürmer hinter Lukas Barrios oder wie der damals geheißen hat von Paraguay. Es ist klar, sie haben das Potenzial. Das Problem wird halt immer sein, österreichische Liga, die besten Spieler gehen wieder weg und dann muss die nächste Mannschaft aufbauen und jetzt zusammenhalten die Mannschaft 2 Jahre, kontinuierlich auch auf dem Niveau zu verbessern, wäre super. Ja, es kommen ja schon wieder die Nächsten. Geht nicht. Das ist ja das. Es muss verkauft werden, weil das ist ja das Business. Ja, aber jetzt gehen vielleicht schon im Winter ein paar, nicht? Und wir so diskutieren jetzt darüber, welche Chancen Salzburg in der Europa League hat. Vielleicht ohne Szoboszlai, vielleicht ohne Keuter, vielleicht ohne Berisha, dann schaut aber die ganze Partie wieder Aronson, aus. Aber mit Brandon Aronson, der Amerikaner, der kommt lass ihn noch mal kommen. Natürlich, wir lassen ihn kommen. In aller Ruhe, gebt ihm Zeit. Ja. Abschließend muss man ja trotzdem sagen, es ist immer spektakulär. Ja. Also Salzburg ist immer Spektakel, garantiert. In der Champions League ist es natürlich auch für uns als neutrale Beobachter bei aller Kritik, was wir natürlich vielleicht auch zurecht üben, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, gerade wenn man heute Atletico Madrid gesehen hat, die sich ja hinten verbarrikadieren, Andi, das ist ja für mich kurios. Wir dürfen jetzt, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, dass man sagt, oh, das ist halt Atletico Madrid, das sind so super organisiert und defensiv so stark. Die haben auch Chancen zulassen. Chancen zulassen. Und bei München hat Schwächen gezeigt. Der Unterschied ist, die kommen zu 2 Chancen, die haben da die Bälle rein. Ne? Mhm. Das zweite Tor war fantastisch. Super Flanke, Wolleschuss, Tor. Das ist die Qualität. Big Money. Das ist die Big Money. Darum spielen sie bei Atletico Madrid. Ja, aber das ist ja so wie bei den Bayern. Ne? Da weiß ich nicht, Hansi Flick hat da wen noch getauscht? Leroy Sané und noch irgendjemanden. Und der hat halt auch in Summe, glaube ich, 90 Länderspiele nachgetauscht. Das ist halt der Unterschied. Und dann raschelt es. Genau. In diesem Sinne. Vor allem in diesen Phasen, wo ich bin schon ruhig. Vor allem, ich hätte gerne den Simeone gesehen, wenn er verliert. Den hätte ich heute gerne gesehen. Andi Herzog ist ein bekennender Diego Simeone-Fan. Nein, aber es ist, ich habe gesagt, mein Linienrichter, wenn der mal schnell da irgendwo outpfeift, sticht einem ins Auge und kann gar nichts dafür. Und
Das werden bald einmal welche absichtlich machen, wenn sich der hinter dir dauernd so deppert aufführt. Also er hat ja mehr Zeit außerhalb von der Coaching-Zone. Na, ununterbrochen, der hat jedes Wurscht out im Niemandsland. Und das verstehe ich nicht. Ich muss doch alles, aber die Mannschaft ist heißblütig, er ist heißblütig, aber das ist, das mag ich nicht. Ich bin auch emotional, siehst du auch, wenn ich darüber rede, aber das ist mir schon ein bisschen zu viel. Der Erfolg gibt ihm recht, aber er könnte es natürlich auch anders machen. Ja, wenn er offensiv spielen würde mit Angriffspressing und die Spiele verlieren, war auch nicht glücklich wahrscheinlich. Ne? Aber du hast recht, ich glaube, in der Mannschaft spielerisch ist so viel Potenzial, dass das nur zu verteidigen, also so wie heute, hauptsächlich auf Verteidigen sich zu konzentrieren, fast ein bisschen einigen Spielern nicht gerecht wird, wie Saul Niguez und Joao Felix, der hängt ja auch teilweise in der Luft. Der war bei Real Madrid oder bei Barcelona eine ganz andere Nummer sicher. Ne? So ist es. Abschließend, Dankeschön. Für die Analyse. Es war eine